Jens, wo ich hier dieses Großmodell von dem elektronischen Geräteschutz sehe, ja, hatte ich mich mal gefragt, muss eigentlich für Messsteuerregelungstechnik Überspannungsschutz, muss da auch eine Vorsicherung eingesetzt werden? Okay. In einem Video hatten wir schon mal geklärt, dass in der Stromversorgung auf jeden Fall eine Vorsicherung eingesetzt werden muss. Ja. Wie ist das mit Messsteuerregelungstechnik? Das ist eine gute Frage und ich denke, der einfachste Weg, das zu beantworten, ist der Blick in die Packungsbeilage. Ja. Ich habe einen in der Werkstatt. Komm, lass uns mal gucken. Ja. So Jens, hier, das ist die Packungsbeilage von einem typischen MSR-Überspannungsschutzgerät. Ja. Und da findest du hier die zwei Hinweise. Einmal, was den Nennstrom betrifft, sind hier 450 mA, dafür ist er ausgelegt. Und hier unten ist der Hinweis, erforderliche Vorsicherung maximal 500 mA. Da siehst du also auch, MSR-Ableiter müssen abgesichert werden. Okay, das steht jetzt hier in dieser Packungsbeilage so drin, aber in der Praxis habe ich das noch nie so gesehen. Nee, das stimmt. In der Praxis ist es natürlich auch so, dass die Leute sagen, okay, komm, was will ich absichern? Hier zum Beispiel wie dieser Stellantrieb, der hat einen Nennstrom von 80 mA. 80 ist kleiner als 450, also passt. Was die Leute dann oft nicht berücksichtigen, ist, dass die Anlage ja auch mit der Zeit ja auch wachsen kann. Das heißt, es kommen Stellantriebe dazu. Mhm. Und dann kann es natürlich schon mal sein, ne? Wenn du jetzt viele Stellantriebe hast, heißt ja auch sehr, sehr häufig 80 mA, kommst du irgendwann mal über die 450 mA. Und dann kann das natürlich mal kritisch werden. Okay. Und können wir das dann mal sehen, was passiert, wenn so ein Ableiter ohne Sicherung betrieben wird und der Strom steigt? Ja, das kann ich dir mal zeigen, genau. Ja. Dazu habe ich hier diesen MSR-Ableiter. Mhm. Dann habe ich hier noch ein Netzteil. Mhm. Das speist quasi den Strom ein und simuliert die Anzahl der Stellantriebe. Dann haben wir hier noch eine Wärmebildkamera, denn es ist ja so, in diesem Ableiter sind Widerstände drin. Und wenn dort Strom drüber fließt, erwärmen die sich natürlich. Mhm. Und das können wir dort dann ablesen. Das wird deine Aufgabe sein. Mhm. Ich stelle das Ganze jetzt mal auf 80 mA. Wir gehen also davon aus, dass wir erstmal einen Stellantrieb haben. Und dann schauen wir mal, was passiert. Du beobachtest die Wärmebildkamera. Ja. So, wir haben jetzt 80 mA. Temperatur steigt ein bisschen. Also ist ja noch absolut im Bemessungsstrombereich. Aber immer noch überhaupt kein Problem. Jetzt stellen wir es mal auf 450 mA. Das ist ja das Maximum. Dann schauen wir mal, ob sich da was verändert. Ja, okay, wird schon wärmer. 450, wird schon deutlich wärmer. Und wenn wir jetzt noch mehr Strom da rein speisen oder vielleicht sogar einen Kurzschluss machen, was würde dann passieren mit dem Ableiter? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe schon eine Idee oder eine Vorstellung davon, was passieren könnte. Ja. Und das machen wir doch mal lieber im Labor. So Jens, hier ist mal dieser zweite Versuch. Hier haben wir direkt an dem Netzteil oder hinter dem Netzteil ist unser MSR-Ableiter. Wir haben hier einen Kurzschluss drin, sodass natürlich dann das Netzteil den kompletten Kurzschlussstrom hier über unseren Ableiter schickt, sage ich mal. Und durch die Widerstände wird sich das Ganze natürlich dann unzulässig erwärmen. Mhm. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Dazu machen wir, weil wir nicht genau wissen, was passiert, lieber die Tür zu. Lupe zu. So, stöpseln das Ganze mal zusammen und dann gucken wir mal. Strom fließt. Oh. Ja, da brauchst du keine Wärmebildkamera. Nee, das stimmt. Der geht in Rauch auf. Also ich denke, da sieht man sehr deutlich, das war wohl ein bisschen zu viel. Ja, ist auf jeden Fall. Für den Ableiter. Genau, zu viel für den Ableiter. Ist auf jeden Fall eine Vorsicherung sinnvoll, weil sonst der Kurzschlussstrom halt die Geräte und die Anlage dahinter zerstört. Genau. Ja, Mensch, toll. Vielen Dank. Und mal sehen, dann hoffen wir ja auf die nächsten interessanten Fragen, die wir vielleicht auch in so einer Laborsituation mal beantworten können. Genau.